Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich war zu Hause bei der Familie. Das kommt sehr selten vor, aber jetzt konnte ich 2-3 Tage dahin fliegen. Hab mir am Sonntag die Schweiz angeschaut gegen Nordirland mit meinen Söhnen zusammen. Ja, und jetzt gut erholt in die neue Woche gestartet. Ja, das gehört dazu und es ist extrem wichtig, dass man sich erholen kann, vor allem mental. Und dann wieder gut erholt in die letzten 5 Spiele oder 5 Wochen gehen kann. Das war jetzt schon, das hat mir gut getan. Nein, ich war in Basel beim Spiel mit meinen Söhnen. War extrem spannend bis am Schluss. Ja, und bin natürlich froh, dass die Schweiz sich qualifiziert hat. Das 4. Mal in Folge jetzt ist nicht selbstverständlich für so ein eher kleines Land und das ist doch ein großer Erfolg. Ja, ich denke, vor allem weil es hoch verdient war, aufgrund der 2. Halbzeit haben wir fast auf ein Tor gespielt, extrem viele Torchancen gehabt und das hat uns gut getan. Dieser Punkt war Gold wert, vor allem für die Moral und wir wurden belohnt dann für den großen Aufwand, den wir in der 2. Halbzeit betrieben haben. Ich denke, wir haben das große Thema haben wir angesprochen. Das waren die vielen dummen Fehler, die wir begangen haben. Da haben wir extrem viele Tore bekommen aus individuellen Fehlern. Das müssen wir abstellen. Sonst finde ich, dass die Spiele sehr ausgeglichen waren. Wir waren selten klar unterlegen, außer vielleicht gegen Düsseldorf, die an dem Tag wirklich besser waren. Aber sonst sind alle Gegner auf Augenhöhe. Wir haben bewiesen, wir können jeden schlagen. Aber wenn wir nicht zu 100% bei der Sache sind, können wir auch jedes Spiel verlieren. So gesehen ist es spannend, sehr ausgeglichen und wir müssen immer auf einem sehr guten Level spielen, um die Spiele zu gewinnen. Ich denke, es ist ein Gegner auf Augenhöhe, wie die meisten Spiele. Im Moment sicher unter Wert klassiert, hatten sicher auch andere Ansprüche, stehen noch hinter uns im Moment. Und unser Ziel muss es sein, dieses Spiel zu gewinnen. Nein, spielt keine Rolle, ist eine schöne Erinnerung. War letztes Jahr vor allem sehr, sehr wichtig, dieser Sieg. Aber jetzt gibt es ein neues Spiel, ganz anderes Spiel. Und das war letzte Saison und das hilft uns jetzt im Moment nicht weiter. Das war ein schöner Erfolg und jetzt kommt ein neues Spiel. Ja, ich bin sehr zufrieden, habe schon einiges erlebt. In den 6-7 Monaten sehr schöne Momente mit dem Ligaerhalt. Auch natürlich jetzt ein bisschen eine schwierige Phase mit den 3 Niederlagen. Aber das gehört zum Sport dazu. Jetzt liegt es an uns, wieder aufzustehen und vor allem die letzten 5 Spiele erfolgreich zu gestalten, dass wir in Ruhe, sage ich mal, in die Winterpause gehen können und dann die Rückrunde mit großem Vertrauen spielen können. Und da brauchen wir jetzt noch ein paar Punkte in den letzten 5 Spielen. Auf jeden Fall, es ist viel schöner, abends zu spielen. Die Spiele am Nachmittag um 1 oder um 2:30 ist halt nicht dieselbe Stimmung. Und jetzt können wir 2-mal zu Hause spielen gegen gute Mannschaften, zuerst Braunschweig, dann St. Pauli, 2-mal um 6:30 Freitagabends. Das macht uns Spaß.